Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario World. Ja, hier bei Roy's Castle. Ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit. Fangen direkt an hier mit unseren 99 Leben. Das ist richtig geil, wie ich finde. So, ich muss direkt mal meinen Timer stellen. Eine Sekunde. So. So. Und... Ah, Mann, verklickt. Jetzt. Ab geht's. So, mal schauen, was uns hier erwartet. Ah, so ein Level. Alles klar. Ja, sehr schön. Jetzt brauche ich ja gar keine Angst haben, dass YouTube vielleicht die Musik erkennt. Jetzt mit diesem Geratter hier. Ja, also ich habe wirklich Angst, dass hier irgendwann noch Probleme auf mich zukommen könnten. Also YouTube erkennt ja wirklich in den meisten Fällen die Musik. Im Let's Play Forum wurde mir gesagt, man braucht da wirklich keine Angst haben. Hm. Nintendo ist das sozusagen egal. Warum ich, was ich dann aber allerdings komisch finde, ist, warum die dann... Wow, also das war wirklich knapp. Warum die dann, bei den meisten Nein sagen, wenn die fragen. Also, ob sie das Let's Playen dürften. Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Denn eigentlich tut es denen ja gut, wenn man hier die alten Spiele wieder zocken tut. Da bekommen manche vielleicht Lust drauf und kaufen sich das. Ich habe es zum Beispiel auch noch hier in meinem Schrank stehen. Also. Oh, wow, wow, wow. So, also dieser Level scheint wieder ein bisschen schwieriger zu sein als die anderen. So, alles klar. Oh, wow, wow, da habe ich schon gesehen. Diesen, das hier nehmen wir einfach mal eben mit. Aha. Ist das nur für diesen Leben? Da. Oh, okay, das ist eigentlich kein Problem. Oh. Eieiei. Das musste jetzt kommen. Oh, natürlich musste das jetzt kommen. Natürlich. Eieiei. So müssen wir jetzt gegen den kämpfen. Ach komm, ich nehme das mal mit. Eieiei. Was hat er drauf? Okay. Ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß nicht, was er macht. Oh, okay. Anscheinend muss man den nur so schnell wie möglich besiegen. Ja. So, die Wände werden immer kleiner. So, renn, 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 renn. Jump und zack. Das war's, oder? Jawohl. Sehr schön. Fängt doch gut an hier. Ist schon wieder eine Woche her. Hm. Jetzt aber habe ich wieder Zeit gefunden. Um 22 Uhr. Wahrscheinlich werde ich gerade wieder schön failen. Hm. Ja, aber, ich muss jetzt mich wieder ein bisschen mehr an meinen Upload-Plan halten. Gab ja in letzter Zeit wirklich Tage, wo ich einfach mal ein bisschen so, ja, faul war, kann man sagen. Obwohl, oh, was passiert denn da jetzt? Wie geil. Ja, Mario found his way through the Forest of Illusion and has put an end to Roy Cooper of Castle 5. Onward to the dangerous but tasty Chocolate Island. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ja, genau, zu dem, also faul kann man da nicht sagen. Ich hatte eher nicht so viel Lust auf Fable, genau. Also, ah, das sind richtig geile Welten hier mit den Dinos. Das ist richtig nice. Ja, also, weiß ich, also ich hab, es gab wirklich so Momente, da hatte ich nicht so viel Lust auf Fable. Deswegen kam das jetzt auch in letzter Zeit weniger. Jetzt habe ich gerade auch nicht so viel Lust. Super Mario World, das kann man immer zocken. Fable eigentlich auch, aber da ist es momentan wirklich so. Ich zocke Gothic viel, viel lieber als Fable. Ich weiß nicht warum. Das wird sich bestimmt auch irgendwann wieder legen. Aber momentan ist es leider so. Trotzdem versuche ich das gleich noch aufzunehmen. Denn... das müsste ja morgen auch wieder kommen. Morgen ist Samstag. Ich habe keine Folge mehr übrig. Die hier wird am, ich glaube, Montag rauskommen. Und ja, da habe ich aber jetzt gerade auch richtig Lust drauf hier auf Super Mario World. Das kann man immer zocken. Ich bin ja sowieso so retro-fanatisch. So. Das weiß man ja bestimmt auch, dass ich hier diese Retro-Spiele verdammt gern spiele. Donkey Kong Country ist ja auch schon auf meinem Kanal. Donkey Kong Country 2 wurde ja, pausiert, wird aber bald wieder losgehen, wahrscheinlich aber dann von vorne. Und ich denke mal, wir werden die Folgen, die wir aufgenommen hatten, ich und der gute Xardas, die werden wir zwar behalten, aber nicht mehr weiterführen. Wir werden nochmal komplett von vorne anfangen, denn wenn wir jetzt anfangen, also, dann würden wir bestimmt 50 Parts für das Spiel brauchen, denn Donkey Kong Country 2, dann auch noch mit dieser Verzögerung. Wenn einer von euch mal super, warum will ich immer Super Mario World sagen? Wenn einer von euch schon mal den, wenn einer von euch schon mal mit einem Kumpel den, ich kann gerade den Satz nicht zu Ende bringen. Wenn einer schon mal von euch Super
Mario World, Donkey Kong Country oder so mit einem Kollegen über Emulator zusammengezockt hat, merkt diese Verzögerung extremst. Also die ist wirklich krass. Ah ja, und ich... Oh mein Gott, das war jetzt wirklich knapp. Also die Verzögerung ist wirklich blöd. Ihr könnt das ja mal googeln, wenn ihr das mal zusammenspielen wollt mit einem Kumpel. Also es ist nicht wirklich schwer, braucht nur dieselbe Emulator-Version. Und ja, das war's eigentlich schon. Ist das euer Ernst jetzt? Ist das euer Ernst jetzt? Erst meine Milliarden Versprecher und jetzt das? Fängt schon wieder gut an. Das wird hier hinterher noch so wie in diesem Schloss. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Okay, es war in der letzten Folge, glaube ich. Naja. So, komm erstmal die Dinos wieder her. Pilzi. Danke. So, und wenn es gleich irgendwo in eine Röhre geht, schön aufpassen. So, da ist wieder Yoshi. Den könnten wir jetzt eigentlich behalten. Denn vielleicht schaffen wir es dann, falls wir sterben sollten, Yoshi zu opfern. Nee, okay, das ist ein bisschen blöd, aber so jetzt. Nee, gleich erst. So. Hui. Schaffen wir es bis auf die andere Seite? Nee, aber jetzt schaffen wir es bis auf die andere Seite. Oh, aber war noch ganz knapp. Aber hätten wir geschafft, auch ohne diese Hilfe. Von dem... Jetzt wollte ich mir kurz die Nase kratzen. Hab den Pet schon losgelassen. Und dann sehe ich auf einmal, jetzt kommt ja die Röhre. Aber noch gerade hinbekommen. So. Schnell einen Schluck genommen. Und schon 6 Minuten vorbei? Was ist das denn? 6 Minuten sind vorbei, wir haben noch nichts geschafft. Okay, also die Zeit ging jetzt wirklich verdammt schnell rum. So, und was kriegen wir? Ein wahrscheinlich, ne? Ja. Zack, alles klar. Hat leider nichts gebracht. Würden wir Super Mario World über den Game Boy jetzt spielen, dann hätten wir jetzt über 100 Leben. Schoko Ghost House, aha. So, und ich muss ja ehrlich sagen, es ist wirklich immer schwierig, vernünftige und passende Titel hier bei Super Mario World zu finden. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht so, warum. Ist auf jeden Fall immer schwierig für mich, passende Titel bei diesen Retro-Spielen zu finden. Bei Donkey Kong Country war das viel leichter. Da hatte ich ja noch den guten Xalas als Hilfe. Da haben wir uns immer einen Namen ausgedacht für eine Folge. Den hatten wir ja auch immer zusammengenommen dann. Oh nein, nicht der. Ah. Der ist wirklich... Jetzt habe ich versucht, da ihn ein bisschen zu... Ich habe versucht, ihn zu erwischen mit meiner Feder. Ich wollte hochfliegen und dann diese Drehattacke machen. Blöd, Mann, du. Das ist unmöglich. Immer diese blöden Geisthäuser hier. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Da dachte ich, ich schaffe es noch. Und dann dreht er sich um. Ist das dein Ernst? So, ich hoffe, ja, am Anfang wartet ein Pilz auf mich oder so. Ein Pilz könnte ich durchaus gebrauchen hier bei dieser blöden Stelle. Hallo? Hallo? Wie soll man das eigentlich schaffen, ohne zurückzurennen? Könnt ihr mir das mal sagen? Wie soll man das schaffen? Alter, das ist wirklich schwierig gerade. Ich halte mal hier gerade ein bisschen mein Bubble. Boah, erst recht der Typ, der regt mich so auf mit seiner blöden blauen Flamme. Ja, denkst du, du bist der Obermacker hier, ne? Du mit deinem Marshmallow-Kopf. Oh, ja, ich wollte dich doch nicht beleidigen. Geht weg. Hey, so. Mama. Och. Hinfort. Hinfort. Boah. Scheiße. Was denn? Was seid ihr? Ihr seid Geister. Genau. Ihr seid Geister. Warum seht ihr eigentlich aus wie Steine? Wie könnt ihr das machen? Wie ist das möglich? So, wie komme ich da oben hin? Kann man die irgendwie... Ah, okay, das geht. Ja, dann kommt mal her. Ich will da hoch. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Irgendwie. Ich will jetzt hier nicht verkacken, ey. Das wäre wirklich bitter. Warte mal kurz. Ist hier irgendwo vielleicht... ein Pilz versteckt. Das wäre wirklich hilfreich. Ah, super. Jetzt muss man das sogar so machen. Oh nein. Leute. Oder ist hier irgendwo was versteckt, wo man... Nee, das muss man tatsächlich so machen. Eieiei. Also wenn wir es jetzt verkacken...
können wir alles nochmal machen. Was esse ich als erstes? Mein Handy, meine Maus oder mein Pad? Alles nochmal. Ach du Scheiße. Ja, okay, also das ist hier wirklich schon schwierig. Ziemlich schwer. Okay, so kann man es schaffen. So kann man das schaffen. Also das ist wirklich schon deutlich schwerer als die anderen Level. Habt ihr das gesehen? Den Pilz brauchen wir auf jeden Fall. Boah! Ich bin ganz cool. Ne, also jetzt wirklich, das ist... Ich stelle mich hier gerade wahrscheinlich aber auch einfach nur blöd an. Aber es ist tatsächlich wirklich viel schwerer als die anderen Level. So, gleich kommt hier der Ghosty-Mann. Genau der. Dann gleich noch einer. So, Pilz, komm her. Alles klar. Und jetzt bloß aufpassen. Nicht hüpfen, wenn er mit seiner blöden Flamme da kommt. Gut gemacht. Super. Ja. Ja, ja. Da hat uns die Flamme eigentlich schon berührt, aber irgendwie mag uns das Programm. So, komm, wir schnappen. Oh, boah, Alter. Shit. Okay, jetzt müssen wir es so machen. Na, okay. Jetzt haben wir es sowieso verkackt. Na, das können wir knicken. Das kriegen wir nicht mehr. Sag mal, willst du mich verarschen? Was ist das denn? Okay, ich check's nicht. Ich weiß nicht, was ich da gerade falsch mache. Ja, und jetzt war Kirwitz. Ja, toll. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Warum er mich jedes Mal trifft, ich check es nicht. Ich krieg es nicht in meinen Kopf rein. Wie soll man das machen? Ich hab keine Ahnung, Freunde. Ich weiß es nicht. Mann, Dusch. Jetzt werde ich langsam sauer. Ehrlich. Also das, was ich jetzt mache, wie geht nochmal spulen? Eine Sekunde, irgendwie kann man hier spulen. Genau so. Ich mache das jetzt einfach mal lalalala. Wir gehen jetzt in den Level, wo man hier diese ganzen Dinger bekommt. Genau das. Also jetzt bin ich echt ein bisschen stinkig geworden. Ich weiß nicht, ob ich mich da einfach nur selten dämlich angestellt habe. So, dafür ist ja dieser Level da. Wenn man mal Schwierigkeiten hat, ist es für alle da. So. Ich gehe jetzt nochmal rein, in der Hoffnung, dass auf der rechten Seite Federn kommen. Ganz genau. Dann haben wir nämlich gar kein Problem mehr. Zack. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt noch irgendwie vernünftig läuft. Nicht, dass da irgendwie jetzt was mit der Aufnahme ist. Ich weiß es nicht. Klar, ich kann mir das aber nicht vorstellen. So, tut mir leid, wenn ich das jetzt gerade mache, aber ich meine, das ist extra für sowas. Wenn man nicht weiterkommt, kann man immer in diese Top-Secret-Area gehen und sich die Sachen schnappen, die man gebrauchen kann. So, und ich muss ehrlich sagen, das ist hier wirklich schon ziemlich schwierig. Ich weiß aber nicht, was ich da gerade falsch gemacht habe. Man muss wirklich genau auf den vordersten Geist springen, damit man nicht getroffen wird. Und das ist wirklich schwierig. Das kann man nicht anders sagen. So, ich passe gerade. Okay, das war dumm von mir. Das war dumm von mir. Ich meine, wenn ich jetzt noch getroffen werde, hätte ich zurückgehen können. Hätte dann zwei Federn. Okay, das war schon wieder sauknapp. Das war richtig knapp. So, hier springe ich rüber und jetzt. So, jetzt kann so gut wie nichts mehr schief gehen, aber ich krieg's wahrscheinlich wieder irgendwie hin, dass da was schief geht. So, hau ab, du Blöde. Also, wenn ich jetzt noch getroffen werde, Freunde, dann, dann stink ich. Nein, nein, dann werd... Oh, nee. Ah, okay, das ist jetzt wirklich scheiße. So, ich warte, bis die da weg sind. Ganz genau. Kommt her. Okay. So, jetzt muss es schnell gehen. Das ist Erleichterung pur gerade. Hui. Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen böse rüberkam. Ich habe selber ein bisschen gemerkt, aber
Das war doch durchaus schon schwierig. Aber dafür geht das Let's Play jetzt 5 bis 6, 7 Minuten länger. So, aber jetzt bin ich wieder gut drauf. Das sind nämlich die schönen Level, die ich sehr mag. Mit den Dinos hier, die gefallen mir richtig gut. Weiß ich noch früher als kleines Kind. Da waren diese Level hier meine Lieblingslevel mit den Dinos. Ich fand die so putzig irgendwie. Heute auch noch. So. So, da haben wir schon wieder 99 Leben. Sehr schön. So. Die beiden da möchten uns treffen, schaffen es aber leider nicht. Alles klar, hier sind nur Koopas. Para-Koopas, besser gesagt. Ja, so. Schön viele Punkte machen. 4000. 8000. Und, das schaffen wir nicht mehr, schade. So. Pam. Pum. Und Puff. Boah, ich dachte, Yoshi würden wir jetzt verlieren. Ich dachte, der Koopa würde uns jetzt treffen. Nochmal Glück gehabt. Oh, was ist denn hier los? Pilzparadies oder was? Wow, also das sind echt viele Punkte hier. Also wenn man High Scores machen will, dann geht das in diesem Level, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut. Ja, es sei denn, man lässt die ganzen Pilze... Ja, es sei denn, man nimmt die ganzen Pilze nicht mit. So, was ist das hier? Oh no. Ach du Scheiße. Ja, warte mal kurz, da springe ich mal kurz von Yoshi runter und versuche mal einen Hammer-Highscore hinzubekommen. Aber ich glaube, das... Nee, genau. Die gehen wieder in die andere Richtung. Das kriegen wir nicht hin. Nee, schade. So. Super. Also das war... Also der Level war wirklich, ziemlich, ziemlich, leicht. Viel, viel leichter als der davor. Der war ja wirklich schon... Wow. Also wahrscheinlich gibt es hier sogar einen Secret Exit. Das sieht sehr danach aus. Ich bin gespannt, wie viele Level wir zum Schluss zusammen haben werden. Ich glaube, es gibt 96 oder 97 insgesamt. Und da bin ich ja wirklich gespannt, ob ich es noch schaffe, hieraus ein 100% Let's Play zu machen. Also mich würde es freuen, aber ich glaube, ohne Internethilfe schaffe ich das nicht. Oh, Yoshi, komm, wir fliegen eine Runde. Oh, ich darf es nicht mitrennen. Das wäre fatal. Ah, ja, der gute Xalas hat mir einen Tipp gesagt, nämlich wenn wir hier fliegen, den Panzer dann ausspucken und schnell wieder nehmen. Dann können wir eigentlich theoretisch gesehen die ganze Zeit fliegen, denn ihr wisst ja, irgendwann schluckt er den Panzer runter, aber wenn man keine Mauer vor sich hat, geht das gar nicht. Ich dachte, das würde auch so funktionieren. Oh, Wolken. So. Oh, ein Fuzzy. Fuzzy oder Fuzzy habe ich die früher, glaube ich, immer genannt, aber ich glaube, sie werden Fuzzys ausgesprochen, oder? Ja. So, das da oben möchte ich bekommen. Wahrscheinlich nur ein Leben oder eine Feder. Schick. Nehme ich gerne mit. Oh, ja. Nein. Oh, alter Schwede. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Die Yoshi-Münze nehmen wir... Anstatt die Yoshi-Münze und Yoshi zu haben, haben wir jetzt kein Yoshi und keine Yoshi-Münze. Ja. Oh. Zwei Ausgänge? Weil unten ging es ja auch lang, oder? Da möchte ich ja noch mal kurz reingehen. Mal schauen, ob's... Ja, also... Das war wirklich nur eine Verarsche, kann man sagen. Okay, aber habt ihr diese Röhre da gerade gesehen? Ah, das ist diese eine Röhre, oder? Das, wenn man irgendwie... Wie kommt man nochmal an diese Röhre? Dass man in diese Röhre da rauskommt. Ich glaube, wenn man in der Sternwelt ein Sternportal benutzt. Ich nenne jetzt einfach mal Sternportal. So. Ich wusste, dass da irgendwas voll dran ist. Ich dachte, da würde... Das wäre der normale Ausgang irgendwie und... Unten wäre dann vielleicht noch ein Geheimausgang gewesen oder so. Aber wirklich nur eine reine Veräpplung. So, Jump. Oh Gott. Eieiei, war das knapp. Hinfort mit dir, Koopa. Wow. Oh, Mann. Jetzt bloß keine Fehler machen. So, schön gleiten. Hui. So. Und da sind wir auch wieder. Ja, aber hier sind doch die drei Pfeile, ne? Hm? Oh,
Oh, du Arsch. Wie hat er sich jetzt bitte aufgelöst? Kommt er jetzt wieder? Okay, nein. Okay, da wären, glaube ich, vorher ein paar Leben gewesen. Aber wartet mal, was ist denn, wenn man da keine Fehler gehabt hätte? Dann könnte man das gar nicht schaffen. Und wo kommen wir jetzt hin? Okay. Anscheinend muss man da eine Feder bei diesem Level haben. Nicht schlecht. So, also ich hoffe, dieser Part hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich vorhin ein bisschen sauer war. Aber das kann man ja auch bei Super Mario World oder generell bei Super Nintendo Spielen erwarten. Es ist recht bei mir. Ihr wisst ja, ich stelle mich manchmal selten dämlich an, obwohl es ja eigentlich relativ gut aussieht. Wir haben 99 Leben, also kann man ja nicht wirklich sagen, ich stelle mich hier sehr, sehr doof an, oder? Kann man das sagen? Ich weiß es nicht. Naja, also das sollte jetzt kein Eigenlob sein. Ich meine nur, dass ich mich hier nicht blamier. Das wollte ich damit sagen. So, also ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier beim Chocolate Fortress. Also bis dann, Leute. Tschüss.